Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Pools of Darkness. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, dass ich jetzt mal testen will, ob Fafrit korrekterweise zwei Attacken pro Kampfrunde bekommen hat. Ich habe einfach noch mal schon mal vorab mir die Charakterdatei angeguckt und er hat es nicht. Das heißt, ich habe es jetzt wie bei Fall from Grace mittels Hex-Editor korrigiert. Wir müssten jetzt in Kämpfen also zwei Attacken pro Kampfrunde haben, wie es korrekterweise sein muss. Okay, wir sind hier im Dragonhorn Gap und wollen, nachdem wir jetzt hier für würdig befunden wurden, den Hill Giant oder also irgendeinen Schaman oder Fire Giant Schaman, also irgendeinen Schamanen zu treffen, werden wir das jetzt einfach mal machen, würde ich sagen. Okay, ist hier irgendwer? The stench of carrion pervades this area. Okay, hier ist. Ich wollte gerade sagen, hier sind Carrion Crawlers, aber nee, das sind Mercenaries. Gut, bitte. Aber dieser Test ist so gut wie jeder andere. Lass doch Fafret mal. Eins, zwei, ist richtig. So, und jetzt testen wir die nächste Runde. Eins. Stimmt immer noch nicht. Mal gucken, ob es nur Zufall war, ob er vorbeigeschlagen hat oder ob es tatsächlich noch falsch ist. Eins, zwei ist richtig. Ja. Eins, zwei ist auch richtig. Also hast du eben gerade nur zufälligerweise vorbeigeschlagen. Okay, gut. Das ist ja immer eine Variable, die man bedenken muss. Okay. Ja, wollen wir ne? Ja, schlagen wir noch drauf. So. Okay, nee, wollen wir nicht. Wir wollen hier weitergucken. Oh, you gag at the stench in this room. Otyux rise from the offal. Also, ne? Vom Dreck. Hallo, das ist aber eine bunte Gruppe hier. Wer bist du denn? Du bist ein Greater Otyux. Bist du besser als. Also, das ist ein Otyux. Die sind klein und putzig. Das ist ein Neo-Otyux. Die sind schon ein bisschen größer. Putzigkeitsfaktor verringert sich. Und du bist einfach nur lila. Okay, das ist der. Milka Schmunzel-Otyuk, würde ich sagen. Ne? Dann schlagen wir mal drauf auf den Milka-Otyuk. Oh, Brian kann schon wieder aufsteigen. Fantastisch. Oder was heißt schon wieder? Kann aufsteigen. Ja, weißt du was? Wenn wir eh aufsteigen, dann müssen wir eh raus. Das heißt, dann können wir hier auch. Ein bisschen Feuer machen. So. Das ist nicht gut. Das ist. Treffen wir nicht allzu viele. Ich will lieber die Utiox da treffen. Die Größe, also die Neos. Okay, richtig. Richtig, okay. Also habe ich es wieder richtig gemacht. Sehr gut. Gibt's hier irgendwas? Natürlich nicht. Gut, dann gehen wir also wieder raus. Das werden wir häufiger machen müssen in dieser Mission, weil wir also das werden wir eigentlich in jeder Mission machen. Also wie wir aufsteigen können und wir die Möglichkeit haben aufzusteigen, werden wir es auch machen. War ich hier eigentlich schon? Glaube, hier war ich noch gar nicht, ne? Assassins confront you with angry stares. You are either very stupid or new to the steading. Leave this area now or die. Do you leave? Wir sind
Weder besonders dumm noch neu. Wir sind einfach hier, um euch umzubringen. Oh, seid ihr Fireknives? Ja. Fuck, Assassin. Sieht so aus, als ob zwischen dem F und dem K zwei Buchstaben fehlen, ne? Also das ist, also ich, ja, es soll Fireknife heißen, ich weiß, aber es ist, ne? Okay, das heißt, ihr kommt nicht zu uns, ihr wartet, ne? Also ihr schießt, meine ich. Ja, könnt ihr machen, solange ihr nicht auf den Magier schießt, was ziemlich blöd von euch ist, wenn ich das bemerken darf. Dann warten wir hier einfach. Oh, bin beeindruckt. Warten wir, bis der Magier dann irgendwann mal Lust hat. Danke. So, und dann löst sich das Problem in Rauch auf. 111, mein lieber Mann. So, jetzt nehmen wir unsere Handlung, die wir ans Ende der Runde geschoben haben durch den Delay-Befehl, und die armen Assassins können nichts mehr machen. So, was haben die denn bei sich? Ganze Menge Stuff, wenn wir alles nicht brauchen. Nee. Okay, nun gucken wir mal weiter hier. Lalala, lalala. Guten Tag. Assassins confront you with angry stares. You were told to leave. Ach, das habt ihr mitbekommen. Habt ihr auch mitbekommen, dass wir die Gruppe dann eingeäschert haben? Könntet ihr daraus schließen, dass wir hier nicht weg wollen? Nein. Aim. Delay. Delay. Oh, clever. Dann muss das der andere Magier machen. Ja, ist doof, ne? Wir haben zwei. Habt ihr nicht mitgerechnet. Ja. Tschüss. Warum hast du auch nicht so wenig Schaden? Scimitar ist doch so schlecht nicht. 1 der 8 plus 11. Ja, das passt. Das passt. Okay. The Fireknife Commander and two Fire Giants are arguing. One of the Giants spots you and gives warning. Ja, wir sind jetzt hier im Raum. Fireknife Commander ist hier also auch. Was haben die denn mit den, also abgesehen von der Ähnlichkeit der Namen, was haben die denn mit den Fire Giants zu schaffen? Wir werden es durch das Umbringen aller Beteiligten aufklären, sozusagen. Ist hier irgendwas Wichtiges? Nee, sind nur tatsächlich zwei Fireknives. Okay. Gut, bitte. Ja, das hatte ich befürchtet. Gut, dann machen wir das nächste Runde. Ich sollte dir vielleicht, habe ich schon überlegt, ob ich dir den Ring of Invisibility gebe. Das heißt, du könntest dann das erste Mal noch in so einer Situation vor den Leuten wegrennen, ohne dass sie dich attackieren. Andererseits hast du sowohl einen Ring of Protection und den Ring of Wizardry, und den letzteren brauchst du ja in jedem Fall, und mit dem ersteren würden wir eine Menge Rüstungsklasse verlieren. Deswegen würde ich sagen, lassen wir das so. Im Moment sind unsichtbar Fafrit, für den das ja ganz hilfreich ist, wenn er sich positionieren muss. Also da können wir jetzt. Oh, haben uns doch gesehen. War ganz einig.
Du bist doch eigentlich unsichtbar, oder? Whatever. Und vielleicht funktioniert er allerdings auch nicht, weil das einer aus dem alten Spiel ist, also aus dem vorigen Spiel. Das können wir ja mal beim nächsten Mal rasten, gucken wir mal, ob wir als unsichtbar geführt werden. Vielleicht haben sie uns aber einfach nur aus irgendeinem anderen Grund schon gesehen. Vielleicht können die auch einfach Unsichtbares sehen. Das kann ja. Weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. Okay, da brauchen wir auch nicht mal Fireball. Lightning Bolt, da können wir einfach so platt machen. Nee. Dahin. So, warum hast du 22? Wie kannst du 22 Schaden machen? Ach, du bist Ranger und es ist ein Riese, ja. Okay, dann räumen wir hier jetzt noch auf. Muss da ja nicht mit rein, dann können wieder nicht alle angreifen, die angreifen sollen. Geh mal weg da. Hier kannst du hin. Gute Idee. Okay, habt ihr irgendwas anderes bei euch? Alles normal. Alles normal. Gösling-Letterarmer, auch alles normal. Nee. You find a letter on the commander's desk. Aha. Na, schauen wir mal. Gut, dass wir niemanden befragen müssen, sondern dass die das immer in Briefen niederschreiben, was sie machen wollen. Ne? Ich meine, so wie wir vorgehen, immer gleich, also erstmal alle umbringen und danach gucken, ob wir Hinweise finden, ist das schon ganz glücklich. Letter on Fire Knife Commander's Desk. To Ungleo, Leader of the Fire Giants. Das ist der, zu dem wir da die Audienz bekommen haben. Ne? We have succeeded in taking over a wing of the Steading. Ja, bis vor kurzem. Jetzt sind alle. Jetzt habt ihr den Flügel des Steadings, der ist jetzt Fireknife frei. This Hill Giant Shaman seems a fool and I don't see much opposition to your plans. Ah, Leader of the Fire Giants. Wir sollen den Hill Giant Shaman treffen, ne? Haha, also Fire Giants und Hill Giants, die sich offensichtlich hier irgendeiner Form konkurrenzmäßig begegnen, ne? Mal gucken, was wir da noch drüber rauskriegen. Im Endeffekt wird es egal sein, wir werden beide Parteien umbringen, aber es ist ja vielleicht ganz gut zu wissen, warum. Hill Giant Shaman seems a fool and I don't see much opposition to our plans. Okay, der ist also zu blöd, um es mitzukriegen. He has not even noticed all the troops you have siphoned off. Ach so, du bist der Fire Giant Leader, ist unter dem Hill Giant angesiedelt. Na, das ist ja, das macht ja. Monster-Kompendiums-mäßig wenig Sinn, aber gut, scheint so zu sein. Und du hast dann ein bisschen Truppen abgezwackt. Und der Hill Giant ist zu dumm, es zu merken. Okay. It is chaos here, as usual, and the countryside is at its weakest. We should move now, or risk Thorns intervention. Where's Thorn? Und wieso sollte er intervenieren? I would remind you of your promises, and again pledge my service to you. Yavin, Fireknife Commander. Okay, also ihr habt eine Allianz mit den Fire Giants geschlossen, gut. Gegen den Hill Giant und habt Angst vor Thorn. Aha, naja, das muss ja nichts heißen.
Ach so, hier ist nee. What the man looks. Ach so, weil wir ask if you have changed your mind. Nothing? Hat er uns das Geld weggenommen? Habe ich gar nicht gelesen. Nee. Können wir jetzt hier nicht mehr. Killem ist blöd. Ja, ich fürchte, da werden wir nochmal laden müssen. Das stimmt. Das schon so lange her, dass mir das mal passiert ist, wenn man da einmal nicht sagt, dass man seine Dienste in Anspruch nehmen will, dann kann man es danach nie mehr machen. Okay, ich werde mal kurz Spielstand laden und wir sehen uns hier wieder, wenn ich das nachgeholt habe, was wir gerade gemacht haben. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Alles wieder zurück und er ist immer noch da. Okay. Gut. Wo wollten wir jetzt eigentlich? Genau, wir wollten hier weiter, nachdem wir die Fire Knives ausgeräuchert haben. Bum, 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 bum. Jo, gucken wir mal weiter. Hier jemand? Nee. Hier jemand? Auch nicht. Ist hier irgendwo jemand? You find a jeweled dagger lying on the floor. A trail of blood leads down the hall. You recognize the dagger as the one worn by Kadal. Oh. Okay. Nehmen wir mit. Nee. Nehmen wir mit. Okay, down the hall, sagst du. Hier rein? Nee. Hier rein? Monsters have captured Kadal. He lies crumbled at their feet, silent as they berate him with questions. What do you do? Rescue him! Ach, ach, drollig. Okay, das soll jetzt irgendwie eine Schwierigkeit. Na ja, gut, bitte, bitte, bitte. Guten Tag. Du wartest mal und wir kürzen die ganze Sache mal etwas ab. Ja. Okay. Ja, schon wieder nichts, der aufsteigen kann. So, was haben wir hier? Haben wir auch nichts Neues. Nee, danke. Nope. You kneel beside Kadal, who is bleeding from several wounds. His voice is weak as he speaks to you. Okay. Wir haben Heal, ne? Ich sag's nur. Also wir können alles. Alle Krankheiten, alle Verwundungen, alles auf einen Schlag heilen. Ich erwähne es nur jetzt schon mal, Spiel, für den Fall, dass du das gleich vergisst. Kadals Dying Words. Natürlich, natürlich. The Gathering. It is of dragons, unheard of numbers, ready to descend on the realms. Must stop them. Led by Thorn. Terrible. His voice trails away with his life. Ich hab doch gesagt, wir können ihn retten. Wir können ihn sogar resurrecten. Wir haben sogar Resurrection. Meine Güte, Spiel. Ja, aber Kadal ist einfach weg. Dafür behalten wir seinen Dagger. Okay, gut. Und wir wissen jetzt, dass Thorn der Anführer der Drachen ist.
Gut, das hat sich gelohnt, für uns zumindest, für Kadal nicht unbedingt. Und wir laufen wieder raus, weil wir aufsteigen können. Hier. Da, ja. So, und wieder zurück und wieder abspeichern, damit mir nicht so was Dummes nochmal passiert wie eben mit dem Händler. Hier waren wir. Okay. Gut, dann weiter. You hear bellowing voices. A door slams in the distance. Na, wenn das mal nicht die da ist, wa? A rear guard of hill giants and ogres block your way. What do you do? Attack. Challenge the authority. Die müssen das schon selber sehen, dass sie keine Authority über uns haben. Das müssen wir denen nicht noch beibiegen. Haben wir hier eigentlich irgendwas, was zaubern kann? Nee. Na gut, damit. Dass alles ein bisschen schneller geht. Das ist noch der Teil des Auftrages, für den wir etwas overpowered sind. Wie wir deutlich sehen. Allerdings ist man ja eigentlich immer overpowered. Also Hill Giants und selbst Fire Giants sind eigentlich keine Gegner. Und Ogre schon gleich gar nicht. Allerdings wird es im Laufe dieser Mission noch etwas kniffliger. Wo sind wir denn hier? Da sind wir. Okay. Was haben wir hier? Oh, Dragons glower at you from atop their hoard. So, you would plunder what is ours? We will eat well today. Glaube ich nicht. Ich glaube, ihr werdet gleich tot sein. Oh, ein roter und ein weißer zusammen. Das ist ja lustig. Wenn ihr irgendwie jetzt euch ganz, ganz doll lieb habt, kommt dann ein grauer bei raus? Nee, gar nicht wahr. Was wären rot und weiß? Was wären das? Schwarz und weiß wäre grau. Rot und weiß? Einfach nur ein hellroter. Na gut, war nicht so. Oh, da sind noch mehr. Okay. Ich halte die Klappe und gucke lieber erstmal. Ja. Das Problem ist, dass, ich meine, wir können mit Destruction einen relativ easy peasy umbringen. Das Problem bei Destruction ist, dass der ewig braucht, bis, also Priester-Spells überhaupt ewig lange brauchen, bis sie gezaubert werden. Also vermutlich kommt der Drache vor uns dran. Und aus diesem Grund zieht sich unser Heiler mal heldenhaft zurück. Okay, dann erstmal auf den hier. Du machst dann die Lead Blast Fireball. Gegen Feuerbälle sind rote Drachen aus irgendeinem unerfindlichen Grund leider interessanterweise nicht immun. Oder nicht mal resistent. Also einfach. Ja, bitte. Autsch. Ja. So, das hast du nur davon. War es das wert? Ganz ehrlich. Nee. Das ist ungewöhnlich. Das muss daran liegen, dass wir hier verdammt viel Treasure finden, weil Drachen in diesem Spiel, es sei denn, ich weiß nicht, es könnte, vielleicht ist das, also ich spiele ja die GOG-Version, also das ist ja die neueste, in Anführungsstrichen 1.10. Habe ich die jemals vor? Ich habe die auch schon mal vorher gespielt. Also die 1.10er-Version ist ja die aus den von den CD-Archives. Die habe ich eigentlich schon mal gespielt und ich dachte, das wäre mir aufgefallen. Weil das Problem bei Pools of Darkness ist nämlich grundsätzlich, dass Drachen lächerlich wenig Erfahrungspunkte geben. Das werden wir werden noch häufiger gegen Drachen kämpfen, da werden wir das sehen. Also da gibt so ein Kampf vielleicht 1000 oder 2000. Deswegen vermute ich mal, dass es in diesem Fall an den. Daran. Nehmen wir erstmal mit.
So übermäßig toll sieht das auch nicht aus. Okay, aber wir können ja mal gucken, was können wir denn. Was ist denn daran? Ich habe mir mal den nicht zufälligen Teil, das habe ich bei meinem letzten Playthrough nämlich mal gemacht. Auf dem Weg zum ersten Vault, wo wir ja diese Platzprobleme haben, dass ich mir zumindest für das Dragonhorn Gap und fürs nächste Level zumindest grob aufgeschrieben habe, welche festgelegten magischen Items es dort nach den größeren Kämpfen gibt. Das heißt, das hier müssten. Der Dagger müsste ein Dagger plus 3 sein, das Schild müsste ein Schild plus 3 sein, das Longsword ist, glaube ich, ein Longsword versus Giants, das nehmen wir mit. Die Arrows sind, glaube ich, plus 2, die nehmen wir auch mit. Ja, ist ja kein Platz. Wer hat denn noch Platz? Hast du noch Platz? Jetzt gucken wir uns das mal an. Können wir die joinen? Ja. Das müssten plus 4 Bolts sein. Die können wir theoretisch auch gebrauchen. Meine, wir können es. Ich kann es ja nochmal testen. Hat noch irgendeiner Platz? Ja. So, also du hast jetzt Taco von minus 6 mit einem Longsword plus 5 und jetzt hast du Taco von minus 4. Das ist also ein. Was habe ich gesagt? Minus 6? Ja, das ist also ein Dagger plus 3, richtig? Der kann also weg. Kardals Dagger ist, glaube ich, ein Dagger plus 4, aber den können wir ja aus sentimentalen Gründen nochmal aufheben. Wer hat den denn überhaupt? Hast du den? Okay, dann wollen wir mal gucken, was das hier ist. Also, minus 4. Minus 3. Das ist also tatsächlich ein Dagger plus 4. Das ist. Ist da nur ein Longsword? Wenn es versus Giants ist, ist es nur ein plus 2. Na gut, okay, aber besser als nix. Heben wir auf. Okay, da gucken wir mal, was das für ein Schild ist. Du hast jetzt Rüstungsklasse minus 14. Minus 13, also ein Schild plus 3, das brauchen wir nicht. Dann traden wir dir die Arrows. Das müssten nämlich Arrows plus 2 sein. Die müsstest du eigentlich joinen können. Aber da sie nicht identifiziert sind, kannst du es nicht. Dann schmeißen wir sie eben weg. Okay. Okay. Gut, sonst noch was hier? Nee. Gut, das waren die Drachen. Jetzt sollten wir hier mal rasten. Geht das? Geht nicht? Blödes Spiel. Bei Wärtner ist er doch so ein bisschen eingefroren, nicht wahr? Hat Frostbrand. Nee, Gefrierbrand, sowas. Wo können wir denn hier mal rasten? Ich glaube. Ah, weißt du was, das machen wir anders. So. Hier geht's nicht weiter. Gehen wir also wieder zurück. Hier geht's aber weiter. Hallo? Monsters spring from every corner of the room. Aha. Ja, jetzt können wir hier wieder, wir wollen attacken. Every corner of the room. Ja, das sind zwei Gruppen, also sind das nur zwei Corners of the room. Der Room hat aber vier Corners. Okay. Come on. Sind dann auch da unten, da kommen wir ja kaum hin, ne?
kriegen wir nicht alle. Na dann so. Totschlägst, kannst du den totschlagen? Brauchst zwei Schläge. Das ist schade. Das ist doof. Ah, das ist doof. Matt Martigan wird gleich böse was aufs Maul kriegen. Nein, wir haben eine Chance, ihn zu retten. Warum hat das nicht funktioniert? Seltsam. Na gut, okay. Kommt vor, kriegt mit Martin diesmal keine Erfahrungspunkte. Er wird es überleben. Wo ist eigentlich dieser Blöde, der hier gezaubert hat? Du warst das, ne? Aber stimmt, bei Dispel Magic muss man gegen die Stufe des Zaubernden würfeln. Also der für den Zauber verantwortlich ist. Und Brian ist ja als Paladin auch nur, gilt er ja als, ich glaube, 4 oder 6 Stufen niedriger, als er eigentlich ist. Also vor allem, als er wäre, wenn er Cleric wäre. Das ist halt die Einschränkung des Paladins. Da kann es durchaus sein, dass wir dann den Dispel Magic, wie wir gesehen haben, einfach nicht durchkriegen. Das heißt, also bei Crusania hätte es geklappt, wenn die das gemacht hätte, bin ich mir ziemlich sicher. Die ist so hochlevelig und hat keine Einschränkungen wegen Klasse. Das heißt, das hätte geklappt, denke ich mal. Okay, na gut, dann gehen wir jetzt erstmal wieder raus hier, würde ich sagen. Bin ich falsch gegangen? Nee, ich glaube nicht. Ja, diesen Weg bin ich schon so oft gelaufen. So, da wollen wir jetzt erstmal kurz rasten. Kann nur wer aufsteigen? Nee. Aber wir können mal noch Sachen identifizieren. Ja, kannst du? Nur etwas, bei dir müssen wir etwas vorsichtig sein. Du bist ein bisschen sehr sprunghaft. Jo. Jo. Der Dagger wird das erste sein, was ich wegschmeiße. Wenn wir Platz brauchen. Und da werden dann die. Wird der denn die. Der Sentimentalitätsfaktor wird dann ganz schnell weg sein. So, noch irgendwas zu identifizieren? Nee. Du? Nee. Du? Auch nicht. Okay. Gut. So, wir werden jetzt aber diese Area wenigstens abschließen. Deswegen jetzt wieder zurücklaufen. So, so, so. So, 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 so. Okay. Hier ist das Malheur passiert, denn hat ja keiner mitbekommen, deswegen gehen wir einfach schnell weiter. Oh, Dragons, we're up in defense and the antechamber shakes to their roars. Okay. Eieiei. Ja, Drachenkampf, können wir mal gucken, ob sie, vielleicht haben sie tatsächlich die Erfahrungspunkte gefixt. Was mich wundern würde, es sind zwei. Das soll alles sein? Okay. Bist du sicher, Spiel? Eins. Ja, ich würde sagen, das trauen wir uns ja gerade noch zu, ne?
Na komm. Mal gucken, ob wir den so gesetzt kriegen, dass wir mit Martige nicht verbrennen. Ja. Achso, hehehe. Hehehe. So kommen. Gut, jetzt müssen wir nochmal nachstechen. So. Ja, also das ist das Übliche, was man. Also wir haben letztes Mal für 4 Drachen über 20.000 bekommen und hier kriegen wir für 2 Drachen 1.200. Also ihr seht, da ist. Man hat fast den Eindruck, es fehlt eine Null. Ne? Also es wären es 12.700, aber. Vom Prinzip nämlich, alte Drachen oder große Drachen, ausgewachsene Drachen, geben eigentlich deutlich mehr Punkte. Aber das ist halt einfach so. Müssen wir mit leben. Das heißt, man kann hier ohne Probleme Drachen kämpfen, also ohne schlechtes Gewissen zu haben, Drachen kämpfen, aus dem Weg gehen. Da verliert man nicht viel bei. An Erfahrung. Na gut, dann gucken wir mal weiter. The air crackles with the smell of magic as the hill giant shaman completes the spell. Hups, das ist ja glücklich, dass wir gerade jetzt hier reinkommen, wa? Ouch, aua, ouch. The shaman laughs, confident in his victory. Now you will pay for your folly. You have come to the end of your lives. Sollten wir nicht eigentlich mit dir sprechen, damit du uns. Vielleicht hätten wir deine ganzen Untergebenen nicht abmurksen sollen, ne? Okay, also du hast uns als feindlich identifiziert. Na gut, okay, dann mal schauen. Was haben wir denn hier? Du bist der nicht. Du bist der. Okay, naja, das sieht ja bisher noch recht übersichtlich aus. 2 Gruppen, da sind es 3. Ja, natürlich sind es 3 Gruppen. Aber keine Drachen oder so ein Spaß. Und hinter uns ist auch keiner. Schön. So confident in his victory, ne? So schnell kann der Victory weg sein. Okay, jetzt sollten aber unsere Magier irgendwann mal rankommen. Was aber nicht der Fall ist. Doch. So, dann erstmal die hier. Ist das ein. Ne, das ist nur ein Oger. Ist hier noch einer? Auch nur ein Oger. Wärtner, wenn du mal Lust hättest, vielleicht bei Gelegenheit. Danke. Der hat schon. Oh, der hat auch noch keinen mitgekriegt. Sind nur noch die beiden? Okay. Ist ja fast ein bisschen Overkill, aber. Besser Overkill als Underkill. Da stehst du doof, Wärtner. Haben wir jetzt hier noch? 3 Hill Giants, paar Oger. Gut. Hat sich das erledigt? Das würde ich auch machen. Hier war noch einer, ne? Guten Tag. So, congratulations. Oh, wow. So, es gibt gar keinen Schatz hier. Naja, da werden wir uns beim nächsten Mal dann mal hier genauer umgucken, ob wir hier nicht doch noch den Schatz des Hill Giant Shaman finden.
Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder. Ich werde jetzt noch kurz, das kann ich offscreen machen, ich habe das ja schon ein paar Mal gesehen, zurücklaufen, aufsteigen, rasten und hier wieder herkommen. Und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder mit einem zusätzlichen Level für Fafrit, Krysania und Wertner. Okay, also bis dahin. Tschüss.